Hallo Dirk, ich bin super, super froh, dass du bei uns im Interview bist, bei der Storybox World mit der Reihe Cultural Awareness and Storytelling. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden heute von dir einen ganz wirklich beeindruckenden Vortrag hören, der heißt, wie heißt der Titel auf Deutsch? Jetzt habe ich ihn gar nicht mehr auf Deutsch drauf. Märchen als Brücke zu den Kulturen, aber mit einem Fragezeichen dahinter. Märchen als Brücke zu den Kulturen. Genau. Und auf den freue ich mich auch schon sehr. Und genau, und meine Frage an dich gleich zu Anfang ist, magst du teilen, wo du herkommst, was dein kultureller Hintergrund ist und was uns natürlich immer sehr, sehr interessiert, ist, wie du deinen Weg ins Geschichtenerzählen gefunden hast? Ja, gerne. Also danke für die Einladung erstmal. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, man hört es vielleicht immer noch an der Aussprache. Bin in einer Arbeitersiedlung groß geworden. Und jetzt so im Alter, wenn ich überlege, wie ich zum Erzählen, also wie ich zu Geschichten gekommen bin, war das nicht über Bücher, die gab es bei uns nicht. Es gab keine Bücher. Aber mein Vater, mein Pflegevater, der viel, viel jünger war, als meine Mutter, der liebte es, Kinderfunk im Radio. Was Und weil zu er selber keine Kindheit, hören? Was hatte. war das? Was hat er Hast du gerne wieder gehört? Das weg? hat gerade, ja, das hat gerade Zoom nicht so gut übernommen. Kinderfunk im Kinderfunk. Radio, Kindersendung, Okay, Kinderfunk ja. im Radio. Weil er selber keine Kindheit hatte, der hat als Knecht in Bayern gearbeitet und hatte keine Kindheit, hat ganz gut schon arbeiten müssen. Aber als er ins Ruhrgebiet kam, hat er das Radio entdeckt und eben diese Kindersendung, diese Kinderhörspiele. Und hat mir also ein Tonband gekauft und mich beauftragt, dieses Tonband zu benutzen. Schon mit 5 Jahren konnte ich da auf die Knöpfe drücken, weil er hatte Schichtarbeit. Das heißt, der arbeitete im Bergbau und später im Hochofen und konnte den Kinderfunk nicht hören. Das heißt, ich musste ihn aufnehmen, so als kleiner Bub habe ich auf die Knöpfe gedrückt. Dann durfte ich aber nicht zuhören, weil ich musste dann warten, bis mein Vater nach Hause kam. Dann haben wir beide auf dem Boden vor dieser Musiktruhe mit dem grünen Auge gelegen und Kinderfunk gehört. Das waren meine ersten Geschichten überhaupt, die ich dann sehr reizvoll fand. Und dann war ich wohl ein sehr verdruckster und verträumter Junge gewesen, denn in meinem Zeugnis der 5. Klasse steht drin, Dirk darf nicht so viel träumen. Also, es war eher alles negativ als positiv. Habe dann aber war der Einzige, der mehr Schule machte, obwohl ich ein miserabler Schüler war, aber ein wunderbarer Lehrer hatte, die mich einfach mochten. Also Kunst 1, Werken 1, Deutsch 5, also, ne? Mathe 2. So, ja. Die haben mich dann weiter auf eine handwerkliche Schule gebracht, das heißt Berufsfachschule Technik, und da habe ich dann Schreinerei, Schlosserei und Elektrotechnik gehabt, was ich toll fand und sehr gut später auch gebrauchen konnte. Und dann, ja, das ist so sehr typisch für mein Leben, dass ich durch meine Naivität oder Traumverträumtheit ging das dann immer weiter, weil ich Menschen getroffen habe, die mich einfach genommen haben. Ich bin dann nach meiner mittleren Reife zum Arbeitsamt und habe gesagt, naja gut, dann werde ich halt Chemielaborant, das wurde man dann, oder technischer Zeichner. Und dann sagte der Mann vom Arbeitsamt, Zeichner, eine gute Idee. Ich habe da eine Praktikumsstelle für eine Werbeagentur und für ein Fotoatelier. Gehen Sie mal dahin. Ich denke, Fotoatelier, keine Ahnung, wusste überhaupt nicht, was das war. Und bin so in einer fantastischen Werbeagentur und Fotoatelier gekommen und habe dort ein Jahr wirklich so retuschieren, Hasselblatt-Kamera bedienen dürfen, Plattencover von Freddie Breck mit den Gefangenen fotografiert und all das Zeug. Das war für mich eine ganz wichtige Sache, weil das mein Selbstbewusstsein wahnsinnig gestärkt hat. Hab dann die Fachoberschule Textilgestaltung. Das heißt, ich war dann auf einer Frauenfachschule und habe Webetechniken und sowas gelernt. Sehr schön, eine schöne Zeit. Bin dann vor der Bundeswehr abgehauen nach England und habe dort mit Spastikern, mit Schwerstbehinderten, das war das Task Organization of Spastics, gearbeitet. Und dann in Düsseldorf visuelle Kommunikation studiert, beziehungsweise versucht, nach 4, 5 Jahren aufgehört, 4, 5 Semester aufgehört. Aber das war die Zeit, wo in Düsseldorf der Bär los war. Beuys war da aktiv. Man konnte an den Montagsgesprächen mit ihm teilnehmen. Und also in diesem Dunstkreis
nichts verstanden, aber mit offenem Mund diese Performance erlebt und es war für mich eine großartige Zeit. Und habe dann mein Geld verdient, indem ich in Jugendclubs ästhetische Erziehung vermittelte. Man hatte damals in den Düsseldorfer Jugendamt das Konzept gehabt, die Hälfte Pädagogen, die Hälfte Künstler. Und ich war so beides und habe dann im Jugendclub gearbeitet, in Trabantenstädten, Kinderspielhäuser, Bürgerhäuser, Kindergalerien eröffnet, Abenteuerspielplätze gemacht. Alles, was man so, ja, in dieser Zeit, das waren halt die 70er, 80er, aber immer auf Honorarbasis. Das heißt, freiberuflich habe ich für die AWO eine Kinderwerkstatt aufgebaut und ja, ein Atelier und alles Mögliche. Ne? Und bin dann irgendwann nach Heidelberg gekommen und dann nach Mannheim in das Völkerkundemuseum und habe dort als Museumspädagoge gearbeitet. Das heißt, ich hatte eine Etage, also sie suchten jemanden und dann bin ich hin. Dann bin ich am Abend in dieses Museum geführt worden, so vom Hintereingang. Das Museum war schon zu. Also vom Hintereingang nur ein Arbeitslicht an und in die Südseeabteilung vom Hintereingang, da lagen dann gleich einen ganzen Haufen Schädel, Ahnenbretter, ne? Also die Ahnen, dann lag da ein Kopf mit Haut und so ein bisschen Augenwohl, Maori-Schädel lag dann da, alles so leicht verstaubt. Und dann habe ich so, ups. Das hatte ich vorher noch nie gesehen, hatte keine Ahnung davon gehabt. Das war 1980. Und dann habe ich gedacht, ups, wo bin denn hier ich gelandet? Und dann war mir auch klar, dass die Kuratoren, die Museumswissenschaftler dort nicht führen wollten, weil die haben den Mist dort hingestellt, aber sie wollten da keine Fünftklässler haben. Gerade in der Südsee, die außerordentlich schwierig eigentlich war. Das fand ich damals nicht. Ich fand es spooky, die ganzen Ahnenschädel, und habe gedacht, ups, was ist das denn? Und habe dann ziemlich schnell fünfte Klassen geführt. Also ich habe mir das Zeug angelesen, wie man das halt so macht. Man liest es an, spuckt es wieder aus, aber hat keine Ahnung davon eigentlich. Ne? Also reines wissenschaftliches, angelesenes, gut mit meiner pädagogischen Fähigkeit versucht, irgendwie unterzubringen. Aber vom Gefühl war es ziemlich schnell, wo ich dachte, irgendwie geht das nicht. Ich kann über Ahnenkult zwar was lesen, aber ich begreife es nicht wirklich. Ich verstehe es nicht. Ich kann über meine Religion vielleicht was sagen, aber nicht über die Religion dieser Menschen, die mir in sowas fremd waren. Und habe dann, und das war der Vorteil dieser Stelle, Möglichkeiten gehabt, natürlich Wissenschaftler zu fragen. Und zuerst war ich ziemlich unmutig als Nicht-Akademiker, also auch keine gymnasiale Bildung. Aber ich habe dann angefangen, zu Vorträgen zu gehen, Kollegen anzusprechen, also zum Beispiel die Antje Kelm, die in Hamburg das Museum geleitet hat, die lange in Neuguinea geforscht hat, Frauenforschung betrieben hat im Sepik-Gebiet. Das heißt, ich habe sie aufgesucht und dann gefragt auch, was, ja, meine Fragen einfach gestellt, aber habe ziemlich am Anfang schon gemerkt, das Einzige, was vielleicht authentisch sein kann, sind die Geschichten, Lieder, ja. Das, was vermittelt worden ist von dort. Das heißt, ich habe so die Entstehung der Kokosnuss zum Beispiel erzählt, als Schöpfungsmythos. Und da lagen halt eben Besteck aus Kokosnussschalen und so weiter. Das war ein relativ einfacher Zugang. Aber siehe da, die Kinder waren sofort dabei, die fünften Klasse, das war überhaupt kein Problem. Und habe lange mit diesen Geschichten, die ich in den Büchern, die ich einfach gefunden habe, gelesen hatte. Spannend für mich war, dass diese Wissenschaftler, die da waren, die in dem Haus waren, das nicht fanden, das erzählen. Das fanden sie irgendwie überhaupt nicht passend. Und dann hatte ich eine Kontrollklasse, das heißt, ich habe eine fünfte Klasse geteilt. Die eine Hälfte habe ich intellektuell geführt, also mit Fakten, mit Fakten und Wissen, geschichtliches Wissen. Und die anderen mit Geschichten eingebunden in historischen Geschichten, also der geschichtlichen Hintergrund. Und nach einem halben Jahr sind wir in die Klasse, die Wissenschaftler mit mir, und dann haben wir getestet, sozusagen. Die ich intellektuell geführt habe, da gab es so ein, zwei, die wussten noch ein bisschen was, aber hatten kein Gefühl für diese Gegend, für die Südsee oder so. Und die ich mit Märchen und Geschichten geführt habe, die wussten noch ganz viel und haben von der Kokosnuss und von der Bedeutung der Kokosnuss und so weiter und so weiter. Und das fanden sie dann doch überzeugend, die Wissenschaftler. Und ich eben auch. Ne?
habe lange dann eben Südsee geführt, später Amerika, hauptsächlich Nordamerika, Südamerika eher weniger, Inuit, also die Eskimo-Kulturen dort oben, hatten wir eine kleine Abteilung, wo ich dann ganz schnell auch den Hans Himmelheber kennengelernt habe, über das Buch im Röth Verlag Der gefrorene Pfad. Hans Himmelheber ist ein Heidelberger und seine Tochter hat im Kurpfälzischen Museum, war die Kuratorin und hatte später einen Frauenbuchladen, wo ich oft erzählt habe. Und ihre Tochter, das heißt die Enkelin vom Hans Himmelheber, die leitet in Köln das Völkerkundemuseum. Und Hans Himmelheber hat selber bei den Inuit geforscht, hat Geschichten gesammelt und bei den Baule in Afrika. Und obwohl die Bücher sehr alt sind, 50er Jahre, hat er, das kann ich Ihnen gerade zeigen, was ich sehr, sehr schön finde, das sind diese wunderschönen Bücher und dann klappt man das auf und dann hat man erstmal den Erzähler. Was zur damaligen Zeit, in den 50er Jahren, außerordentlich ungewöhnlich war. Also er bezeichnet diese Erzähler als Arbeitskollegen, nicht irgendwie da, ne? Und ja, also hier, das ist ein afrikanisches, bei den Baule, kann man sehen, ne? Ein bisschen. Auch 50er Jahre, 1951, 52. Und schon in deinem Vorwort, was ich ganz erstaunlich fand, aus dem Schaffen der Dichter, Schriftsteller, Denker der Gegenwart und auch zeitnahen jüngeren Vergangenheit, aus der Volksdichtung wählte ich die Sammlung, was die Besonderheiten des betreffenden Volkes erkennen lässt. Und was Achtung vor dieser zwar anderen, aber in sich selbst gegründeten Art zu wecken vermag. Und das in den 50er Jahren. Das ist erstaunlich. Also das hat er da vorne eingeklebt. Das ist richtig mit Hand eingeklebt worden, der Zettel. Und das waren für mich so ein völlig anderer Zugang zu diesen Geschichten, die ich vorher einfach, ja, wie man es halt macht, ne? Man lernt sie ein bisschen auswendig und schaut dann, dass man sie gut rüberkriegt. Aber da waren Personen genannt und hinten in der Literaturangabe, die auch in diesen Büchern war, waren dann die Geschichten, die Bücher von Knut Rasmussen drin. Und dann habe ich angefangen, eben zu recherchieren. Und das ist in der Uni-Bibliothek Heidelberg einfach großartig. Und für mich war das noch besonders als Nicht-Akademiker und Nicht-Gymnasiast, war ich auf einmal in der Lage, in eine Uni-Bibliothek zu gehen und da Tage, Wochen, Monate zu verbringen in dieser Wust an Büchern und Lesesälen. Immer noch bin ich fasziniert und gehe mit Freude da rein und forsche und suche. Das heißt, das, was ich ja nicht gemacht habe, darf ich jetzt, das ist wie ein Geschenk, jetzt im Alter machen, sage ich mal. Und so habe ich also immer mehr erstmal ein Gefühl für die Geschichte so ein bisschen bekommen, wo ich dachte, das stimmt irgendwie nicht. Also das war so der Anfang, dass ich einfach dachte, das kann eigentlich nicht sein. So dass ich dann geschaut habe, ja, was ist mit dieser Geschichte? Wo kommt sie her? Und das ist in meinem Vortrag, sind ja ein paar Sachen da auch drin. Also gerade die Indianer-Märchen, die von Europäern vom Schreibtisch aus teilweise aufgeschrieben worden sind. Wo ich dann, ja, auch in meiner Bibliothek dann nachgeschaut habe und habe lange vom Frobenius die Atlantis-Bücher, die habe ich für viel Geld mehr gekauft und habe mich aber nie mit ihnen beschäftigt und dann öffneten mich da mal Tore beziehungsweise Abgründe, wo ich gedacht habe, holla, was ist denn da los? Ne? Was völlig klar war eigentlich, ne? Weil ich klar, Kolonialismus, da hatte ich mich am Rande immer mit beschäftigt, aber nie vertieft. In dieser völkerkundlichen Abteilung hatten wir eine riesengroße Kamerun-Ausstellung. Benin-Bronzen hatten wir natürlich auch. Und irgendwann durfte ich in den Keller, ins Depot, wo auch immer mal Hochwasser war. Der Neckar drückt da durch. Da lagen dann auch wirklich Bündel mit Mumien und Bündel, wo ich dann fragte, was da drin war. Ja, das wüsste man auch nicht. Man schaut auch nicht hinein, weil man hat ja niemanden, der restaurieren kann. Also es gab Personal, das war das teuerste Restaurant, das war das teuerste. Und dann hatte man dieses Material da, Unmengen, was da einfach lag, ohne dass sich jemand damit beschäftigte, ohne dass man das zurückgab. Also das, auch wenn damals die Provinzialforschung nicht im Mittelpunkt stand, habe ich dann gesagt, ja, dann
schickst auch wieder zurück oder so. Ne? Irgendwie rein vom Gefühl habe ich gedacht, was liegt das da rum? Mittlerweile gibt es die Völkerkunde in meinem Garten. Ich weiß, komplett auf. Ah. Ja, obwohl diese Kamerun-Ausstellung wirklich besonders war, die Thorbecke-Sammlung und eben auch diese Inuit-Sammlung war sehr reizvoll. Ne? Ich glaube, meine erste Geschichte über einen Inuit war die vom Narwal, weil dort ein kleiner, geschnitzter, aus Zahn geschnitzter Narwal war. Und da habe ich dann auch oft angefangen, diese Geschichten einzubetten in Rahmenhandlungen, weil ich ungern an seiner Geschichte aussteige und erkläre. Das ist einfach, das wissen wir Erzähler, das ist ein Bruch, wenn ich wirklich aussteige. Das heißt, ich habe sie in eine Rahmenhandlung gepackt, habe Erzählsituationen, die der Knut Rasmussen oder der Hans Himmelheber aufgeführt hat, diese Erzählsituation beschrieben, wo ich alles einbauen konnte, was später in der Geschichte dann vorkam, dass da zum Beispiel jemand einen Narwal brachte und den Zahn und was weiß ich. Das war in der Erzählsituation. Und dann wurde in diesem Versammlungshaus oder Erzählhaus diese Geschichte erzählt, die ich dann erzähle. Und damit sagt ihr, ja, kenne ich, sagten die Kinder dann schon, weil ich habe es vorher in der Rahmenhandlung erzählt. Das habe ich dann so beibehalten eigentlich, dass ich es oft eingebettet habe. Ne? Und deswegen auch Erzählsituationen gesammelt habe, die Ethnologen ja aufgeschrieben haben. Ne? Das sind dann also weniger Märchenforscher oder Volkskundler, sondern es sind Ethnologen, also Marc Münzel, Antje Kellen und so weiter, die dort, der Marc Münzel Südamerika, im Amazonabecken, Situationen aufgeschrieben hat, Geschichten auch in vielen Varianten aufgeschrieben hat, auch aufgeschrieben haben Geschichten, die wir überhaupt nicht verstehen, das mich sehr begeistert. Sie haben sie nicht europäisiert, sie haben sie einfach so gelassen, wenn man irgendwie muss. Und für mich schöne Beispiele sind, da der beschreibt in einem Buch ist von einem Tapir, der gejagt wird. Und da heißt es ja, der Tape läuft und läuft und läuft, verrichtet seine Notdurft und läuft und läuft, die Jäger laufen hinterher, am Schluss wird er erlegt. Eine Geschichte, die eine Viertelseite lang ist. Das Original geht eine ganze Nacht durch. In den Sammlungen ist nur diese kleine Geschichte drin, weil es wird natürlich getanzt. Man folgt diesem Tapir natürlich mit allem, verrichtet seine Notdurft und tanzt. Das geht die ganze Nacht. Und dann taucht das bei uns als kleine Geschichte auf. Wo ich gedacht habe, ups, diese Geschichten bei uns sind wirklich nur Fragmente von dem, was da wirklich hintersteckt. Das war so, ja, so der Einstieg eigentlich, dass ich mehr gemacht habe als nur in Anführungsstrichen erzählen. Irgendwann hat zufällig die Sigrid Früh mich gehört. Die Erzählerin und hat gesagt, ich bin Erzähler. Sag ich, nee, nichts. Mit meinem Lispeln undeutlich und ich, nein, das kann ich überhaupt nicht. Doch, doch, doch. Und hat mich zur Europäischen Märchengesellschaft gezogen, wo ich dann 1984, 85 schon war. Das heißt, ich habe noch den Herrn Karliger kennengelernt, den von Essen, also wirklich großartige Volkskundler und Sammler mit viel Spaß. Also saß ich da mit offenem Mund. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht damals, weil da auch wirklich außerordentlich gute Leute kennengelernt habe und getroffen habe. Und dort habe ich zum ersten Mal den Rudolf Geiger erlebt, also einen Mann als Erzähler. Zur damaligen Zeit gab es ganz viele Erzählerinnen, die Frau Gies und die dann einfach, die da saßen und erzählten. Und es war gut, es war völlig okay. Aber ich habe von Anfang an im Stehen erzählt und dachte dann, naja, mache ich wohl falsch oder irgendwie. Und der Rudolf Geiger, dieser große Mann aus dem Banat mit einem rollenden R, der stand da auf der Bühne und hat irgendwie ins Publikum gegriffen und hat es geschafft, also Teufel mit den drei goldenen Haaren zum Beispiel, dass die Leute wirklich in diesem riesen Plenarsaal mit der Tür in der Hand stehen blieben. Und die Studenten, die vorbeikamen, auch, weil er so, boah, mit so einer Präsenz und mit so einer Klarheit erzählt hat. Ne? Also nicht eine Geschichte erzählt, sondern er war es richtig. Ja? Ich sehe ihn noch, also er steht da und komm her, lass dich lausen und kraulen. Und war da so wie, boah, kernig drin, wo ich gedacht habe, ja, so geht es auch. Hat mich doch sehr, sehr in meiner Art unterstützt. Ganz schnell habe ich dann auch den Liedern kennengelernt, Lieder Horowitz. So, wir waren damals die einzigen Männer, die erzählten. Und professionell war da keiner eigentlich. Also im Sinne von, dass er davon lebte. Es waren alles Germanisten, Lehrerinnen, sehr viele. Erzählten.
Aber Gidon und ich waren so die, ja, die ersten, die einfach davon auch dann lebten, professionell. Ja, das ist so bis dahin. Super. Ach, Bis dahin. Wahnsinn, Vielleicht auch Bogen mal. geschlagen. ja, hast du das schon alles sehr super schön beschrieben. Ich überlege mir jetzt, was wir vor deinem Vortrag, wir können ja deinen Vortrag jetzt anhören, den du entwickelt hast. Magst du noch etwas darüber sagen, was so deine Beweggründe waren, warum du diesen Vortrag, ich weiß, dass du damit relativ viel unterwegs bist, oder kommt mir es nur so vor, ich weiß gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Also es war eine Anfrage von der Walter-Kahn-Stiftung über Christine Waldetzki, die dort die Tagung im Münster Schweizer macht. Und sie fragte mich, ob ich darüber was machen will. Ach, sag ich, klar, habe ich schon immer und gerne und prima. Es war für mich besonders, denn im Publikum saßen eben Menschen aus anderen Kulturen. Aus Kamerun war jemand dort, eine Frau. Und Toponko war da oder so ähnlich heißt der. Den Namen habe ich immer meine Schwierigkeiten. Und das war ganz spannend für mich, mit viel Bibbern habe ich den Vortrag gehalten, aber die kamen dann zu mir auch und haben mich bedankt und fanden es großartig, dass ich also aus der europäischen Sicht darauf schaue. Und das hat mir ein bisschen Mut gemacht und gehalten habe ich ihn dann eigentlich, außer hier bei in der Volkshochschule mal, nicht mehr. Er ist dann aber die EMG, fand den Vortrag auch so gut, dass er den in den EMG-Band hinten mit aufgenommen hat, obwohl ich den nicht bei der EMG gehalten habe. Bin aber jetzt darüber auch weitergegangen oder steige da weiter ein, dass ich auf der Tagung der Europäischen Märchengesellschaft über kulturelle Aneignung im Prinzip diesen Vortrag weiter ausbaue. Mit dem Problem der Aneignung, was machen wir als Erzähler? Eignen wir uns das da an oder beuten wir das aus? Oder es ist ein schwieriges Thema, auch mit dem Ambiente, was Erzähler und Erzählerinnen gerne um mich herum haben, das ist Exotik und was ich alles schon erlebt habe, bis Bauchtanz und ja, finde ich ganz spannend. Mal schauen, was ich da zusammenbringe. Das ist im Juni eine Tagung in Stapelfeld über kulturelle Aneignung. Ja, es Weil, ist auch spannend, was jetzt, wenn wir den Workshop danach machen, was da noch so rauskommt. Das ist ja auch, habe ich jetzt noch gar nicht hier begrüßt, unsere internationalen Zuhörerinnen und Zuhörer, die bei unserem Workshop ja auch dabei sind, was sich da in unseren Reflexionen naja, über deinen Wangari Vortrag hat ja schon einiges, also es war einfach schön. Danke dir für deine Untertitel. Ich hätte nicht verstanden. Was eine Arbeit, meine Güte. Die ganzen, Ja, die mache dann ich nicht nur in Englisch, nicht. also meine Güte. Ne? Aber mit viel Freude und ich habe mir dann auch das von der Wangari, das über Kolonialismus angeschaut. War in Englisch, aber ja, war, ja. Und sie hat ja vieles auch, und das war sehr schön, weil sie sagte, dass sie sich freut, wenn Geschichten aus ihrer Kultur erzählt werden, aber hat genau das gesagt, was ich auch sage, ne? Dass man im Hintergrund, dass man schaut und so weiter und so weiter, und dann diese Achtsamkeit. Das hat mir ganz gut gefallen, weil ich habe auch andere getroffen, die gesagt haben, es geht überhaupt nicht, dass wir Geschichten aus ihrer Kultur erzählen. Ja, Ne? genau. Also von daher fand ich das ganz, ganz schön, und sie ist ja auch noch relativ jung, und das gefällt mir ganz gut, oder gefiel mir ganz gut, Ja, dass das höre ich ganz, ganz oft, dass es schon wunderschön ist, wenn wir unsere Geschichten gegenseitig erzählen. Und das ist tatsächlich wie so ein. Mir kommt es nach ein, zwei Jahren, mit denen ich mich jetzt damit beschäftige. Ich war ja auch voller Fragezeichen und habe gedacht, ja, dann kann ich ja gar nicht mehr erzählen. Ne? Also, wenn ich dir davon ausgehe, ja, das geht klar. nicht. Dann kann ich ja gar nicht mehr erzählen, aber dann ist die Berufung, die ich gefunden habe, sofort wieder verschwunden. Und ich glaube, es ist wie eine Landschaft. Es gibt gar kein so klares Ja, Nein, tralala, sondern es ist so eine Landschaft, dass ich mich selber auch positionieren kann, wo ich da eigentlich stehe und über mich selber, über meine eigene Position mir im Klaren bin. Es gibt mehr. Finde für mich mehr das Problem, dass mit den Geschichten was gemacht werden, dass sie benutzt werden. Ne? Das finde ich sehr schwierig. Da gehört dann eben auch zu heilige Geschichten oder was auch immer. Ne? Also im Prinzip gebe ich von mir da was, meine Intentionen und so weiter, packe ich da hinein. Und da finde ich, müssen wir sehr aufpassen und sehr achtsam sein. Ne? Also das habe ich in meinem Vortrag ja auch ein bisschen, ne? Mit den heiligen Geschichten und so weiter. Ne? Die Literatur sind oder ja.
Ja, es Und sind. es gibt da natürlich Möglichkeiten, aber die muss man dann finden und sich auseinandersetzen. Ich kann immer sagen, die Geschichte gefällt mir und sie hat mich berührt. Und Ja. fertig, ob das Literatur ist oder ist völlig egal, ne? Das ist das Entscheidende, dass ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, sagte man, ne? Das ist Ja. so ein bisschen, das ist auch diese Exotikkostüme und so weiter. Das sind so für mich fremde Federn, ne? Also auch die Klangschale gehört für mich dazu, aber ja. Bin oft, das fällt mir, ich habe gerade noch mein Globus hier. Ja. In Schulen habe ich den oft dabei, das Original ist 300 Jahre alt, steht in Stuttgart. Und das ist für so Fünftklässler ganz spannend. Die sehen dann, das sind große weiße Flecken und die finden ihr Land nicht, ne? Also Türkei gibt es da gar nicht, ne? So, die sind dann völlig fertig. Hab Ich da das stelle, Buch wieder ach, bei. kannst du den ein Ja. bisschen näher an die Kamera halten? Da gibt es zum Beispiel, Australien ist hier nur, wo haben wir denn? Halb. Das ist was, ne? Ja. Grönland, da oben gibt es weiße Flecken, Kanada auch. Da gibt es weiße Flecken. Und die Grenzen haben überhaupt nichts mit unseren Grenzen zu tun. Und da fange ich oft dann an, eben mit Fünftklässlern dann zu überlegen, wie war das denn? Und ja, mit den Grenzen, das sind Menschen gemacht, dass die Menschen immer schon unterwegs waren. Ne? Und das wissen die dann oft, dass ist Amerika reingewandert aus der Mongolei oder aus China und so weiter. Ne? Und dann komme ich eben dazu, das ist genau das, was heute auch passiert. Die Menschen gehen dahin, wo Frieden ist, wo Wasser gibt, wo Essen gibt. Das ist schon immer so gewesen, mit dem Unterschied, dass dann die Menschen auf einmal diese Grenzen, die aber wahllos sind. Und dann komme ich eben zu dem Punkt, was nehmen die Menschen, wenn sie auch weggehen müssen, auf der Flucht sind oder so, was können die mitnehmen? Dann fragt man, ja, es ist sehr wenig, aber was sie alle mitnehmen können, ist ihre Religion, ihre Lieder und ihre Geschichten. Und das ist für mich dann der Einstieg in Geschichten erzählen. So, ne? Also so fange ich oft an, weil oft hängen Karten auch in den Schulklassenzimmern. Ne? Ja. Und gerade Nordafrika ist ja einfach Wahnsinn, diese Kerzengraden. So, das haben die Kinder sofort sagen, ja, das kann ja gar nicht sein. Ja, da ist mir ein Lineal gezogen, das ist einfach. Und fange dann, dass die Menschen eben ihre Geschichte und ihre Religion und ihre Lieder und ihre Rätsel, das nehmen sie mit. Und so sind sie eben auch gewandert. Da gibt es ja einfach auch schöne Belege, wie Geschichten gewandert sind, ne? Mit den Menschen. Ja. Super, ich glaube, wir haben jetzt einen wunderschönen Einstieg gemacht. Hast du noch irgendwas, was du vor deinem Vortrag noch sagen möchtest, bevor wir loslegen und ich den abspiele? Also Dann. immer eine gute Geschichte wünsche ich. Ne? Aber nein, nein. Was? Ja, Immer eine gute Geschichte. Ne? hast du eine gute Geschichte für uns? Nein, 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 nein. Ich wünsche immer. Wir haben ja halt, der ganze Tag sind ja Geschichten. Wir Ach leben ja so. immer Geschichten. Ne? Ja, genau. Deswegen, ja. Ja, aber ich frage immer nach So. einer Geschichte. Ich wollte nach einer Geschichte fragen. Also insofern, würdest du denn noch eine erzählen hier? Vielleicht, ja, die ist aber höchstwahrscheinlich bekannt, eine Weisheit, aber die zeigt so ein bisschen, wie ich arbeite. Deswegen erzähle ich sie gerne. Oh, wunderbar. Dann lass uns Meine doch noch die Geschichte hören, bevor wir den. Vorgangsweise, wie ich arbeite, mit den Geschichten arbeite und wie ich in diese Kulturen eintauche. Und das ist diese kleine japanische Geschichte von einem jungen Mann, der das Bogenschießen erlernen wollte. Er fand viele Lehrer, aber einen Meister. Sein Meister fand er nicht. Er durchwanderte das ganze Land und fragte überall, gibt es bei euch einen Meister im Bogenschießen? Oh, sagten die Leute, nein, einen Meister gibt es nicht. Und schließlich betrat er ein Dorf und er sank in die Knie. Er hatte seinen Meister gefunden. In jedem Baum, in jeder Holzwand steckte ein Pfeil. Er rannte zum Bürgermeister und sagte, ach, wo ist der Meister im Bogenschießen? Meister im Bogenschießen, sagte der Bürgermeister. Aber das kann doch nicht sein, sagte der junge Mann. Schau doch einmal, überall steckt ein Pfeil, genau in der Mitte eines Kreises. Ach, das meinst du. Ja, wir haben ja einen Narren im Dorf, der schießt wahllos Pfeile. Und wenn der Pfeil stecken bleibt, dann malt der Kreis. So ungefähr ist meine Arbeitsweise. Das heißt, ich finde etwas und dann schaue ich und siehe da, es öffnen sich auf einmal Kreise und Kreise und Kreise und Kreise. Um diesen kleinen Punkt. So gehe ich eigentlich durchs Leben. So mache ich meine Vorträge eigentlich auch. Es gibt keine Gliederung. Es gibt
gibt, ich fange einfach an und dann ploppt es auf. Oh, wunderbar. Ja, dann könnt, das ist jetzt eine super schöne Geschichte. Vielen Dank fürs Erzählen. Bitte. Oh, Ja, Dankeschön. danke. Dann sage ich vielleicht auch gleich, danke, dass du da warst jetzt, weil jetzt kommt dein Vortrag direkt hinten dran. Und ich freue mich auf dich in unserem Workshop, beziehungsweise als wir es im Workshop anschauen, auf nachher. Danke. Okay, ciao. Schönen Abend. Tschüss. Märchen als Brücke zu den Kulturen. Ich heiße Dirk Nowakowski, sage Hallo und wünsche euch einen schönen Tag. Vor einer Brücke, die zu einem kleinen Dorf in den Bergen führte, saß eine alte Frau mit ihrer Enkeltochter. Da kam ein Wanderer vorbei und fragte die Alte: Sag, wie sind die Menschen bei euch dort oben im Dorf? Ich möchte etwas essen und brauche ein Dach über den Kopf. Die alte Frau sah den Reisenden an und fragte: Sag mal, wie sind die Menschen bei dir zu Hause in deinem Dorf? Der Fremde antwortete: Die Menschen in meiner Heimat sind unfreundlich, egoistisch, gierig. Da sagte die alte Frau: Ja, so sind die Menschen hier auch. Daraufhin zog der Wanderer schnell weiter. Bald darauf kommt ein zweiter Wanderer des Weges. Auch er fragt die alte Frau: Sag mir, was sind das für Menschen an diesem Ort? Die alte Frau sah den Reisenden an und fragte: Sag mir erstmal, wie sind die Menschen dort, wo du herkommst? Der Reisende antwortete: Wo ich herkomme, da sind die Menschen gut zueinander, hilfsbereit, freundlich und offen. Die alte Frau lächelte. Ja, sagte sie, so sind die Menschen hier auch. Der Fremde bedankte sich und ging über die Brücke auf das Dorf zu. Die alte Frau und ihre Enkeltochter schauten ihm nach. Dann fragte die Enkelin: Oma, wieso hast du den beiden Reisenden auf die gleiche Frage zwei völlig verschiedene Antworten gegeben? Die alte Frau antwortete: Ich habe beiden die Wahrheit gesagt. Denn jeder Mensch findet im Leben das, was er in sich trägt. Märchen als Brücke zwischen den Kulturen. Unter diesem Titel habe ich vor 40 Jahren in einem Völkerkundemuseum in Mannheim meine Arbeit gestellt. Mit Mythen und Märchen versuchte ich, die ethnografischen Objekte in den Vitrinen für die Besucher zu beleben. Es waren hauptsächlich sakrale oder exotische Objekte aus primär-oralen Kulturen. Exotisch im Sinne von ausgefallen und ungewöhnlich. Alltagsgegenstände wurden nicht ausgestellt. In der Zwischenzeit ist für mich das Bild der Brücke marode und baufällig geworden. Mit diesem Vortrag versuche ich, das Baumaterial und die Konstruktion anzuschauen und vielleicht die Brücke ein wenig zu sanieren. Eine Brücke ist ein Bauwerk zum Überspannen von natürlichen und künstlichen Hindernissen und Abgründen. Auf mein Thema angewandt sind es Hindernisse, die systematisch über Jahrhunderte aufgebaut und forciert worden sind. Bei genauerem Hinsehen sind es oft Abgründe, die sich durch den Kolonialismus mit seiner spezifischen Denkweise als Teil des imperialistischen Machtgehabe auftun. Das vermeintliche, statische, homogene und geschlossene Konzept von Kulturen, das Anderssein und Getrenntsein, stand und steht immer noch im Vordergrund. Nicht die Gemeinsamkeiten, die Be- und Anreicherung zwischen Menschen mit verschiedenen Lebens- und Denkweisen und der dynamische Entwicklungs- und Mischungsprozess der Kulturen. Um im Bild zu bleiben, muss vielleicht erst einmal eine stabile Brücke gebaut, die idealerweise von beiden Seiten gebaut, von beiden Seiten überschritten werden kann. Und im zweiten Arbeitsgang sollten die Abgründe aufgeführt werden. Vielleicht macht es die Brücke dann überflüssig. In diesem Vortrag beschäftige ich mich hauptsächlich mit den Erzählstoffen primär oraler Kulturen. Kulturen, die ungenau als traditionelle oder schriftlose Kulturen bezeichnet werden. Der Theologe Paul Gechter führte 1970 den Begriff der Gedächtniskultur ein.
der meiner Meinung nach diese Kulturen treffender und wertschätzender bezeichnet. Die Brücke führt also erst einmal in die Vergangenheit, zu den Anfängen der Mythen- und Märchensammlung und Rezeption. Bei der Fülle des Materials werde ich subjektiv einige Betrachtungsweisen herausstellen, mit dem Wissen, dass ich den zitierten Kulturen und den Gewährsleuten, Erzählerinnen und Erzählern nicht gerecht werden kann. Es sind Aspekte, die mich in der Arbeit mit Geschichten aus mir fremden Kulturen immer wieder beschäftigen. Viele von Ihnen haben in ihren Bücherregalen Märchen- und Mythensammlungen, zum Beispiel die Märchen der Weltliteratur. Über 160 verschiedene Bände sind zwischen 1912 und 2003 herausgegeben worden, mit Geschichten aus fast der ganzen Welt. Die gesammelten, schriftlich fixierten Märchen haben Ähnlichkeiten mit Museumsobjekten. Geschützt, wertvoll, aus einer anderen Welt und einer anderen Zeit. Doch im Unterschied zu den leblosen, in Vitrinen aufbewahrten Dingen ist es der Erzählerin und dem Erzähler möglich, die Geschichten wieder zu beleben, indem sie sie aus der Schriftlichkeit wieder in die Mündlichkeit holen und den Dialog mit dem Zuhörer neu gestalten. Karin Pöger-Alder fragt jedoch mit Recht, ob es sich dabei nicht weiterhin um ein Tradieren musealisierter Objekte handelt, indem die Texte wieder in die Mündlichkeit geführt werden. Sie bleiben museal, wenn wir als Erzähler die vermeintlich tradierten Geschichten nicht hinterfragen und neu beleben und gestalten. Wir sollten das Erzählen von Mythen und Märchen wieder als Gesamtkunstwerk verstehen, mit Geschichten, die uns heute bewegen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, das zeigt, was das heißt, eine Brücke zu bauen. Das Baumaterial und die Konstruktion sieht man beim Endprodukt meist nicht. Sie schwingt sich vermeintlich leicht von einer Seite zur anderen. Bedarf doch Vorbereitung und einen stabilen Unterbau. Das Wissen um die Geschichten, die sich hinter den schriftlich fixierten Geschichten verbergen, kann vielleicht ein Teil dazu beitragen und Baumaterial für eine Brücke sein. Da wären unter anderem Provenienzforschung, ups. Jede Geschichte hat eine Geschichte. Also, da wäre einmal die Herkunftsgeschichte. Wo wurden die Geschichten erzählt? Geschichte der Erzählerinnen und Erzähler. Wer hat sie erzählt? Geschichte des Anlasses. Warum wurde die Geschichte erzählt? Darstellungsgeschichte. Wer hat wann und wie die Geschichte aufgenommen? Von der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit übertragen. Übersetzungsgeschichte. Wer hat sie übersetzt, interpretiert und neu gestaltet? Interpretationsgeschichte. Wie wird der Inhalt der Geschichte gedeutet von den Erzählern oder Rezitatoren und wie von den Zuhörern? Rezeptionsgeschichte. Wie hat sich die Aufnahme im Wandel der Zeit verändert? Schauen wir uns die Sammlungsgeschichte an. Die ersten neuzeitlichen Berichte über außereuropäische mündliche Kulturen brachten Chronisten und Missionare nach Europa, die im Schlepptau der Eroberer mitreisten. Sie, mit einigen Ausnahmen, Zitat von Frau Scharlau, wollten nicht die fremden Verhältnisse an sich, sondern ihre nutzbringenden und kolonial verwertbaren Momente erfassen. An Mündlichkeit beschreiben sie deshalb alle jene Formen, in denen Traditionsinhalte übermittelt werden. Beides ist für die Eroberer von Belang. Die Inhalte
weil sie sich teilweise in herrschaftspraktische Informationen ummünzen lassen und die Formen, weil man sie der alten Inhalte entleeren und zum Transportmittel für christlich-europäische Inhalte machen kann. Zitat Ende. Die ersten dokumentierten Mythen aus Amerika hat Frater Ramon Pan aufgeschrieben und 1498 herausgegeben. Eine Dokumentation der Mythologie der Taino, einer ethnischen Gruppe der indianischen Bevölkerung der Antillen. Sie wurde nur wenige Jahrzehnte nach der Conquista durch Sklaverei und eingeschleppten Krankheiten vernichtet. Im Auftrag von Kolumbus sollte Pan Informationen sammeln, mit dem Ziel, indigene aufständische Gruppen besser beherrschen zu können. Zitat von 1498. Und da Sie weder Buchstaben noch Schrift kennen, wissen Sie auch diese Farbe nicht gut zu erzählen. Und ich kann sie nicht richtig aufschreiben. Denn ich habe den Eindruck, dass ich Dinge an den Anfang stelle, die eigentlich ans Ende gehören. Und das Ende zu Anfang erzähle. Aber alles, was ich schreibe, haben Sie mir so erzählt. Ich schreibe es genauso nieder, wie ich es von den Einheimischen gehört und verstanden habe. Zitat Ende. Sein Unvermögen, die Kreativität, die Improvisation zu erkennen, sieht er als einen Mangel des Erzählers an. Seine Haltung, dass Geschichten stets wörtlich tradiert werden müssen, machen es dem Chronisten nicht möglich, das Geschehen zu erfassen und als Kunst mit der nötigen Freiheit zu sehen. Der Ethnologe Alexander Kellner sieht in der immer noch verbreiteten Annahme, dass diese Kulturen in Traditionen gefangen sind, eine arrogante, eurozentrische Fiktion. Zitat: Die Annahme, die Menschen dort seien passive Subjekte, die sich vom Strom ihrer Tradition fortreißen ließen, oder mythische Weltbilder seien nicht reflexiv veranlagt, ist eine arrogante, eurozentrische Fiktion. 340 Jahre später, 1843, wird die erste Sammlung afrikanischer Oralliteratur veröffentlicht. Es besteht aus Hausa-Sprichwörtern, gesammelt von dem deutschen Missionar Jakob Friedrich Schön, der sie als Sprachproben heidnischer Negerstämme sammelte. Da gibt es eine herrliche Sammlung an Sprichwörtern. Vielleicht zitiere ich ein paar. Sehr schön ist: Die Zunge, die das Wort verfälscht, verdirbt das Blut, dessen der lügt. Auch ein Furz, der unter Wasser loslässt, kommt an die Oberfläche. Die Hähne, die heute krähen, waren auch einmal Eier. Ein Ältester, der viele Sprichwörter kennt, kann jeden Streit schlichten. Als Jakob Friedrich Schön als Missionar 1875 in Basel nach Westafrika ausgesandt wurde, wurde er, wie alle ausziehenden Missionare, mit dem Lied Zieh fröhlich hinaus zum Heiligen Krieg verabschiedet. Weiter heißt es in dem Text: Durch Nacht und durch Graus erglänzet der Sieg. Und in der dritten Strophe: Wenn rings um euch bang die Götzennacht steht. 1854 brachte S.W. Kölle, auch ein deutscher Missionar, eine Sammlung mit 18 Märchen der Kanuri aus der zentralen Sudanzone heraus. Zitat: Das Werk sollte die Welt davon überzeugen, dass es die Sprache und das Erzählen sei, das den Menschen vom Tier unterscheide und dass Afrikaner tatsächlich a genuine portion of mankind, ein Teil der Menschheit seien. Eine Gegenposition zu den damals populären rassistischen Werk. Zitat über die Ungleichheit der Menschenrassen. 1853 von Joseph Arthur de Gobineau, ein französischer Diplomat, herausgegeben. Es gilt heute noch als ein Hauptwerk des Rassismus. Ein Buch, das unter den Rechten heute noch gelesen wird. Unter anderem war es ein Lieblingsbuch von Richard Wagner, der es sehr bewunderte. Kölle stellte in seinem Buch den Erzähler Ali Asiami vor. 1787 in Nigeria geboren, um 1812 versklavt, 1818 nach Amerika verschifft, von der britischen Marine befreit und nach Freetown gebracht. Dort trifft er mit 60 Jahren
1847 Köller. Das heißt, 35 Jahre nach seiner Versklavung und der Entwurzelung erzählt der Köller seine Märchen. Es folgten weitere Sammlungen, Tierfabeln und Märchen, zum Beispiel die Sammlung Reinecke Fuchs in Afrika von 1870 von Wilhelm Blake. 1911 brachte Blake eine Sammlung mit 73 Erzählungen der Südsan, der Xam, heraus. Eine Ethnie, die eine damals 200-jährige Erfahrung der Ausrottung durch weiße Siedler hinter sich hatte. Seine Gewährsleute waren vor allem drei San, Vater, Sohn und Schwiegersohn, die in Kapstadt im Gefängnis saßen und zur Strafarbeit auf den Buhnen der Tafelbucht verurteilt waren. Sie hatten einen Springbock getötet, um ihren und den Hunger ihrer Familie zu stillen. Dafür kamen sie ins Gefängnis. Die Frauen waren eine Zeit lang mit ihren Kindern vergeblich hinter ihnen hergelaufen. Blake hatte dafür gesorgt, dass die Gefangenen im hintersten Ende seines Gartens wohnen durften und ihnen täglich zur Verfügung standen. Die Erzähler der Xung-Texte waren unter 14 Jahre alt und wurden von ihren Familien gewaltsam getrennt. Man muss sich klar machen, dass sie alle aus ihrem gewohnten Leben und ihren Clans herausgerissen worden sind, während sie auf verschiedene Weise mit unserer Zivilisation in Berührung kamen und nur darauf warteten, in ihre gewohnte Welt zurückzukehren. Es wurde von ihnen verlangt, dass sie ihr innerstes Denken preisgaben. Gewährsleute waren in der Regel Zöglinge, Katecheten oder Lehrer auf der Missionsstation. Sie standen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Sammlern, waren häufig ihrer eigenen Kultur entwurzelt und mit den Werten und Denkweisen der europäischen Kolonialisten indoktriniert. Es entstanden Forschungsrichtungen, Zitat, deren Ziel es war, auf Grundlagen der afrikanischen Volksliteraturen in die Geisteswelt der Afrikaner vorzudringen. Am Anfang dieser Tradition steht ein Aufsatz von K.G. Büttner, 1848 bis 1893 in Berlin, geboren, war ein evangelischer Missionar und Sprachwissenschaftler, der mit dem Titel Bilder aus dem Geistesleben der Swahili in Ostafrika ihrer epischen und lyrischen Dichtung entnommen. Andere Werke, die auf Interpretation mündlicher Überlieferung aufbauten, sind unter anderem die Weltanschauung der Naturvölker von Frobenius. Ja, hier sehen wir so ein typisches Bild eines Missionaren, der natürlich sitzt in einer höheren Position. In den religionswissenschaftlichen und anthropologischen Abhandlungen wurden meist nur Fragmente oder Zusammenfassungen von mündlich überlieferten Geschichten wiedergegeben. Sie wurden als Quelle benutzt, um unter anderem Weltanschauungen, Sozialordnungen, Glaubens- und Moralvorstellungen herauszulesen und kulturanthropologische Interpretationen und Theorien aufzustellen, wie zum Beispiel den Evolutionismus, den Sozialdarwinismus oder Frobenius' Kulturkreislehre. Häufig war nicht die Geschichte, die Erzähler oder die Darbietung von Bedeutung, sondern welcher Nutzen, welche Erkenntnis aus den Texten gewonnen werden kann. In der sogenannten Lehnstuhlethnologie stützten sich die Theorien der Wissenschaftler nicht auf eigene Beobachtungen und Erfahrungen, sondern auf Berichte von Reisenden und Missionaren. Häufig hatten diese kaum Kenntnisse über die einheimische Sprache und keine Techniken, das Gehörte aufzunehmen. Es waren Männer, die aus einer männlich geprägten Gesellschaft kamen und in einer Zeit tätig waren, als die indigenen Kulturen sich im Verfall oder in Veränderung befanden, die sie mit ausgelöst hatten. Einige sahen sich als Schriftsteller und schrieben eigene Fassungen, die mehr über den Verfasser als über den Erzähler und seine Geschichten aussagen. Zum Beispiel einer der ersten Sammlungen Märchen und Sagen der Indianer Nordamerikas, jener 1871, von Karl Knorz.
In der Sammlung wird das romantische Indianerbild geprägt und gefestigt. Es ist eine Sammlung, die immer wieder, bis heute, unkommentiert auf dem Büchermarkt erscheint. Im Klappentext ist zu lesen: Ruhig sitzt er, der Erzähler. Dann neben seinem glimmenden Baumstamm rauchte gelassen seine Pfeife und lässt sich dabei, wenn er gerade redselig und nicht allzu hungrig ist, ob seiner merkwürdig verschlungenen Geschichten bewundern. Zitat Ende. In der Einleitung hat Karl Knautz Mitleid mit der armen Rothaut, den traurigen Gestalten, der wilden Menschenrasse, die bereits zu alt und zu schwach geworden ist, die Zivilisation anzunehmen. Alles Zitate aus seinem Buch. Das Verhalten einiger Indianerstämme nennt er kurios. Daraus schließt er: Darum, Zitat, sahen sich die Blassgesichter gezwungen, ihm seinen besonderen Boden anzuweisen, wo er mit seinem Freund, dem Büffel, in gleicher Kategorie stand. Zitat Ende und so weiter. Zwar wurden für ihn, schreibt er dann weiter, dem roten Mann mildesten und humansten Gesetze und Bestimmungen erlassen. Und sein Land wurde ihm so teuer bezahlt, wie man es einem Weißen hätte bezahlen müssen. Aber sie wurden gegen wertlose Sachen umgetauscht. Ich glaube, da braucht man keinen Kommentar zu geben. In der Einleitung gibt Karl Knorz gehört es wieder. Zitat: Die Vergrößerung einer Familie durch ein Mädchen gilt quasi als ein Unglück, schreibt er. Und wer hilflos ist, ist überflüssig in der Welt. Und in dieser Kategorie gehören bei den Indianern die Greise. In dieser Sammlung Indianermärchen finden wir unter anderem folgende Geschichten, unter anderem folgende Geschichten: Der ewige Jude und die Seeflinte oder die Strafe Gottes oder das böse Gewissen. Wie gesagt, diese Sammlung wird immer wieder aufgelegt vom Weltbildverlag und ist nun als Geschenkbuch Weisheit Band 38 im Anaconda Verlag 2017 erschienen. In den Sagen der nordamerikanischen Indianer, die James Ussern Jones 40 Jahre zuvor, 1830 in London herausgegeben hat, wird besonders auf die Authentizität der Geschichten hingewiesen. Lebten doch im Haus des Großvaters James Indianer. Zitat: Einer alten Indianerin war die Pflege und Aufsicht über ihn anvertraut. Indianer besorgten die Geschäfte des Hauses und die Feldarbeit. In dem Haus wurden 4- bis 5-jährige Knaben aufgenommen, nach der Sitte jener Ansiedler, wo sie bis zu ihrer Volljährigkeit blieben. Das Haus in seiner Kindheit glich so einem indianischen Lager. Zitat Ende. Die Jugenderinnerungen, die er später mit eigenen Reiseberichten ergänzte, werden als Quelle, Zitat, treuer Anschaulichkeit angesehen. Aber auch dürften diese Sagen auch denen willkommen sein, welches ihr Lebensglück in der Nähe der Überbleibsel jener Völkerschaft zu gründen suchen. Bei der Berührung, in welche sie wahrscheinlich zueinander kommen werden, mag es nützlich sein, eine genaue Kenntnis von den Eingeborenen zu besitzen, um ihre Sprechweise, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen und sich der Mittel einer erfolgreichen Einwirkung auf dieselben zu versichern. Zitat Ende. Märchen werden und wurden instrumentalisiert, unter anderem für missionarische Zwecke oder als Projektionsfläche für Sehnsüchte der westlichen Welt nach Natürlichkeit, Tapferkeit, Treue und Abenteuer jenseits der zivilisierten bürgerlichen Welt. So wurden und werden die Einheimischen Amerikas je nach Bedarf als barbarische oder als edle Wilde dargestellt. Oder heute, wie es kritisch in der Süddeutschen Zeitung heißt, als eine Ikone des Ökowilden. Auch damals war das schon so. Nachdem man die Indigenen Amerikas entdeckt hatte, später dann die Aborigines, hat man auch dort wieder perfiderweise eine Abstufung gemacht. Der edle Indianer und der niedere Aborigine.
Mit der eigenen europäischen christlichen Prägung wurde gehört, gesammelt, transkribiert und unkommentiert weiterverbreitet. Den früheren Berichterstattern fehlt es oft an Begrifflichkeiten, das Beobachtete zu beschreiben. Brigitte Schalau zeigt anhand von Berichten aus dem 16. Jahrhundert die Unsicherheit der Chronisten, das beobachtete Geschehen zu benennen. Sie beschreiben das, was sie auf der Antilleninsel Hispaniola beobachtet haben, als Gesänge, die von den Vätern an die Söhne weitergereicht werden. Im weiteren Text korrigieren sie sich. Es seien doch nicht nur Gesänge, sondern auch Gesänge und Tänze. Aber auch das scheint es nicht zu treffen. So bezeichnen sie an anderer Stelle es als Tanz, bei dem gleichzeitig gesungen wird. Das, was vor den Augen der europäischen Beobachter stattfindet, mag zwar an Gesang, Tanz und Musik erinnern, kann durch diese Begriffe aber offensichtlich nicht zutreffend beschrieben werden. Eine Hauptschwierigkeit liegt darin, dass es sich nicht um drei getrennte Ausdrucksformen zu handeln scheint, sondern um eine einzige. Die Komponente des Singens wird aber häufig als eine Aktivität beschrieben, die im Zwischenbereich von rhythmisiertem Sprechen und dem uns bekannten Singen liegt. Tanz und Musik begleiten den gesungenen Text nicht, sondern erwachsen aus ihm. Die Chronisten bemühen sich um möglichst genaue Wiedergabe. Dieses ist für sie erstaunlich, für dieses für sie erstaunlichen Vorgang. Die Anzahl der Schritte stimmt genauestens mit den Versen der Worte überein, heißt es dort. Sammler des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts sahen häufig nicht die Notwendigkeit, das Geschehen zu beschreiben. Sie schenkten dem Vorgang des Erzählens wenig Aufmerksamkeit. Der Inhalt der Geschichte war von Bedeutung. Über den schwedischen Ethnologen und Anthropologen Erland Nordenskjöld, 1877 in Stockholm geboren, wird etwa berichtet, er habe sich während der Mythenrezitation der Choco in Argentinien, die sich oft die ganze Nacht hinzogen, schlafen gelegt. Am nächsten Morgen bat er die Mythenerzähler, dieselbe Geschichte ihm und seinem Übersetzer noch einmal zu erzählen. Nordenskjöld interessierte nur der Text des Mythos, nicht die Performance des Vortrags. Hier noch einige Beispiele. Ein sehr bekanntes Beispiel ist, ups, wo haben wir denn, wo haben wir ihn denn? Leo Frobenius hat 1873 bis 1938 gelebt, ein deutscher Ethnologe und Afrikaforscher. Seine bekannte Sammlung afrikanischer Märchen war Atlantis, Volksmärchen und Volksdichtungen Afrikas, herausgegeben von Leo Frobenius in 12 Bände, Jena, Dietrich, 1921 bis 1928. Frobenius war Autodidakt und nach seiner Kaufmannslehre arbeitete er als Volontär an verschiedenen völkerkundlichen Museen. Er war stets mit einer eigenen Polizeitruppe unterwegs. Die Lokalbevölkerung flüchtete oft bei der Erscheinung der Expedition, weil sie in ihm einen Handelsagenten vermuteten, schreibt Andreas Ackermann, ein Ethnologe, der über Frobenius geforscht hat. Weiter sagt er, sowohl die Materialsammlung als auch die fotografische Dokumentation dürfte unter diesen Umständen eher einen Raubzug geglichen haben. Zu seinen Fotografien sagte Madame Diawara, einer der beiden Leiter des Frobenius-Instituts, jenseits von Wörtern entdeckt man einen Leo Frobenius, der damit beweisen wollte, dass er einer höher gestellten Kultur angehört als diejenigen, die er auf der Glasplatte gebannt hatte. In seinen Reiseberichten spart Frobenius nicht mit den Sätzen über die Primitivität von Land und Leuten. Der Text ist durchsetzt von rassistischen und sexistischen Phrasen. Eine merkwürdige Rasse, ohne aktive Energie, ohne Schaffenskraft und so weiter und so weiter. Frobenius nutzt jede Gelegenheit, um dem Leser vorzuführen, dass nur hartes Durchgreifen langfristig Respekt erzeuge und die Bevölkerung zu beflissener Arbeit erzöge. Ohrfeigen und eine Tracht Prügel sind ihm hierzu die bewährten Mittel.
Noch zwei Beispiele: Afrikanische Märchen vom Karl Meinhof, sehr bekannt im Eugen Diederichs Verlag. Mittlerweile mit einem kritischen Nachwort versehen. Karl Friedrich Michael Meinhof, 1857 geboren, 1944 gestorben, war ein evangelischer Pastor und Afrikanist. 1933 ist er in die NSDAP eingetreten und war auch ein Befürworter des Kolonialismus und glaubte an die Überlegenheit der weißen Rasse. Auch Walter Kriegberg, Märchen der Azteken und Inka, Indianermärchen aus Nordamerika, war Mitherausgeber einer NS-Zeitschrift für Rassenkunde. Nur ein paar Beispiele sind es. Es stellt sich mir jedoch die Frage, mit welcher Erwartungshaltung die Sammler vorgingen und ob die Gewährsleute den Sammlern das erzählt haben, was diese wünschten. Ups, ich suche wieder ein Bild. Na, wo ist es denn? Das würde ich gerne zeigen. Das ist Amadou Hampâté Bâ, ein malischer Schriftsteller und Ethnologe, der Folgendes beobachtete. Im Jahr 1928, als ich mich diensthalber in Togan, Stadt im westafrikanischen Staat Burkina Faso, aufhielt, traf ein junger Ethnologe im Lande ein, um eine Untersuchung über das Hühneropfer bei der Beschneidungszeremonie durchzuführen. Der französische Kommandant wandte sich an den einheimischen Bezirkshäuptling und befahl diesem, alles zu unternehmen, damit der Ethnologe sein Vorhaben ausführen könne, wobei er ausdrücklich betonte, man solle diesem alles sagen. Der Bezirkshäuptling versammelte daraufhin die Notablen und legte ihnen die Situation dar, wobei er die Worte des Kommandanten wiederholte. Der Älteste sprach, es war der Meister vom Messer und verantwortlich für die Beschneidungszeremonie und der damit verbundenen Initiation. Er will, dass wir ihm alles sagen? Ja, antwortete der Bezirkshäuptling. Na, ist er denn gekommen, um sich beschneiden zu lassen? Nein, er ist gekommen, um sich zu informieren. Da wandte sich der Älteste enttäuscht ab. Wie sollen wir ihm alles sagen, wenn er sich nicht beschneiden lassen will, meinte er. Du weißt wohl, Häuptling, dass das nicht möglich ist. Damit wir ihm die ganze Lehre geben können, muss er das Leben des Beschnittenen führen. Ah, wir sind aber gezwungen, der Macht zu geben, was sie will, erwiderte der Häuptling. Es liegt an euch, uns aus dieser Affäre zu ziehen. Nun denn, sagte der Greis, dann werden wir ihn halt ins Stroh legen. Damit entledigen wir uns der Sache, ohne dass es jemand merkt. Das Verfahren des ins Stroh legens, das darin besteht, jemand eine improvisierte Fabel zu erzählen, wenn man ihm nicht die Wahrheit sagen kann, wurde erfunden, als die Kolonialmacht Leute auszusenden begann, um ethnologische Untersuchungen durchzuführen, ohne sich dabei den zum Empfang der Lehre notwendigen Bedingungen zu unterziehen. Mancher Ethnologe sollte später Opfer dieser Abwehrtaktik werden, ohne sich dessen auch nur bewusst zu sein. Viele andere, selbst wenn sie nicht an der Nase herumgeführt worden waren, bildeten sich ein, etwas vollkommen verstanden zu haben, während sie es in Wirklichkeit gar nicht begreifen konnten, weil sie es nicht gelebt haben. Zitat Ende. Theodor Koch-Grünberg, ein Anthropologe und Forschungsreisender, lebte von 1872 bis 1924, bemerkt in seinem Vorwort zu Südamerikanischen Märchen, man wird Hanswurst im Indianerdorf. Napoleon Chagnon, ein amerikanischer Anthropologe, berichtet, wie die Yanomami ihn beim Aufnehmen von Genealogien monatelang zum Narren hielten, indem sie bewusst falsche Informationen gaben und wie sie sich über seine Aussprache ihrer Worte lustig machten. Da sie selbst seinen Namen nicht richtig auszusprechen vermochten, nannten sie ihn kurzerhand Chaki, was in ihrer Sprache die Bezeichnung von einer lästigen Bienenart ist. Der Ethnologe Mark Münzel, Zitat,
Der alte indianische Mythenpoet sprach meist nur die eigene Sprache und mit den Forschern überhaupt nur dann, wenn ihm dessen Nase gefiel. Mythenforschung war oft ein Leidensweg unter dem spöttischen Beifall der Dorfbevölkerung, die sich freute, wenn der Alte wieder einmal einen Weißen zum Narren hielt. Zitat Ende. Aber es gab auch schon in der Frühzeit der Ethnologie und Sammlungsgeschichte Menschen, die kritisch ihre Arbeit und die Erzählsituation hinterfragten. Zum Beispiel Herbert Baldus, ein brasilianischer Ethnologe deutscher Herkunft, 1899 bis 1970 hat er gelebt. Zitat: Selbst bei größter Vorsicht entgeht man nicht immer der Gefahr des Hineinfragens, das heißt der unwillkürlichen und unbewussten Suggestion, die den Indianern so antworten oder sogar ungefragt so erzählen lässt, wie er glaubt, einen befriedigen zu können. Andererseits tut mancher Indianer unter Umständen alles, einen falsch zu unterrichten, um seine Wahrheit und seinen Glauben zu verheimlichen oder auch nur, um sich über einen lustig zu machen. Zitat Ende. Elias Johnson, ein Indianerhäuptling der Tuscarora, zur Liga der Irokesen gehörend, hat 1881 ein Buch mit Zaubermärchen und Überlieferungen der Irokesen veröffentlicht, weist in seiner Einleitung auf einige Schwierigkeiten hin, die mit dem Nachvollzug indianischer Folklore durch Weiße verbunden sind. Es ist schwierig für einen Fremden, die Moral der indianischen Geschichten recht zu verstehen, obwohl doch eben von jenen, die es wissen sollten, erklärt wird, dass die Geschichten immer der Illustration eines moralischen Prinzips dienen. Dem Fremden begegnen sie, die Indianer, voller Gastfreundschaft, aber sie öffnen ihm nicht ihr Herz. Wenn man sie bittet, eine Geschichte zu erzählen, wenn sie eben nicht jene Geschichten erzählen, die sie vortragen, wenn sie unter sich sind. Sie fürchten, sich lächerlich zu machen und unterdrücken in Gegenwart von Weißen jeden Humor und jedes Pathos. Und selbst wenn man ihre Sprache gut versteht, es gibt tausende von Bildern, Anspielungen und Assoziationen, die einem Indianer vertraut sind und im Bewusstsein eines weißen Mannes keine Saite zum Schwingen bringen. Es gibt Myriaden von Stimmen in der Natur, denen gegenüber die Weißen taub sind, die die Indianer hören, aus denen sich ihnen Lebendigkeit und Kraft mitteilt. Zitat Ende. Häufig waren die Informanten selbst keine Vortragskünstler und lieferten Varianten, die von ihnen eigenmächtig gekürzt und ohne die entsprechenden Vortragegestik oder musikalische Begleitung vermittelt wurden. Oft war es den Sammlern nicht bewusst, was sie als Fremde auslösten und dass sie mit ihrer europäischen Haltung das Gehörte und Geschehene für sich als fremd und andersartig definierten. Der Zitat, der Maßstab, an dem die Erfahrungen gemessen werden, die man bei einer Reise in eine andere Kultur macht, ist dabei das eigene. Bei diesem Akt der Perspektivierung werden traditionelle europäische Selbstbilder reproduziert. Professor Dr. Bea Lund. Und wir sollten nicht vergessen, sagt sie weiter, Forschung ist immer auch Herrschaft über die, die zu Objekten der Betrachtung gemacht werden und deren kulturellen Produkte und Leistungen vom Ort ihrer Entscheidung entfernt werden. Dazu kam noch, dass ohne Tonbandgerät, Sprachkenntnisse und kulturgeschichtliche Hintergründe es den Forschern kaum möglich war, eine Geschichte wortgetreu aufzuzeichnen. Und dazu noch, Wort-für-Wort-Übersetzungen sind in vielen Sprachen nicht möglich. Zum Beispiel für viele afrikanische Sprachen, die über eine Tonsprache verfügen, ist es nicht geeignet, denn dort kann ein Wort verschiedene Bedeutungen haben, je nach Aussprache, nach Betonung. Orales Denken sowie der sprachliche Ausdruck ist situativ und konkret, nicht begrifflich und abstrakt. Es ist nicht linear gegliedert, sondern kreiselt. Orale Kulturen können Abstraktes nur in dem Maße benennen, wie es sich auf Handlungen beziehen lässt. Hier einige Beispiele, zum Beispiel in den nordamerikanischen Sprachen reihen sich Bilder an Bilder. Einige Beispiele
die das Problem des Verstehens und Übersetzens aufzeigen, aus einer Wendung, aus Wendungen aus der Rede von Tecumseh, ein politischer Führer der Zahne, der nordamerikanischen Indianer von 1811. In seiner Rede spricht er nicht von Armut, sondern keinen Platz haben, um seine Decken auszubreiten, um sein Feuer anzuzünden. Giftige Schlangen gleichen, die ihre Wohltäter zu Tode stechen, bedeutet Undankbarkeit. Alle Jagdgründe fordern vom Anfang der Sonne bis zum Untergang Habgier. Das Problem, eine passende europäische Übersetzung zu finden, zeigt sich an Beispielen der Dakota zum Beispiel. Chanting Sa, höchstwahrscheinlich spreche ich es falsch aus, heißt Mut haben. Aber wenn man es genau übersetzt, heißt es einen Stab für das Herz haben. Franz Boas hat es aufgeschrieben. Oder Chanting Saya, jemand ermutigen, aber genau übersetzt, ihm das Herz mit einem Stab stützen. Yumamoto, jemand ärgerlich machen, aber genau übersetzt heißt es eigentlich jemand zu einem Grizzly machen. Es gibt noch eine ganze Menge von diesen Beispielen und wir sehen damit die Bildhaftigkeit dieser Sprache, dieser Erzählsprache. Ich habe hier ein Beispiel von einer Übersetzung, einer wörtlichen Übersetzung der Kaschinauer. Von einem Flutmythos. Kaschinauer Wohn, viel Gemüse überfließen, Kaschinauer Sache, irgendein Denken nicht, viel glücklich sind, weit nicht vom Fluss Wohn reißend. Kaschinauer alle Wohn, regnet, lange regnet, bei Sonne hochregnet, dunkel hinein regnet, viel regnet, regnet viele lange. Himmel brach sich, kam nach unten, kam, alle jene töten, Jagdtiere töten, Fische auch töten, alle jene töten. Endigte anderes Wesen, irgendeines ließ nicht, jene töten alle. Und so weiter und so weiter. Der Felix Karlinger hat es in seinem Buch Märchen aus Brasilien im Nachwort wiedergegeben, um zu zeigen, dass es nicht möglich ist, eine Geschichte einfach so zu übersetzen. Nicht unerwähnt sollen die vielen Reisenden und Volkskundler bleiben, die Anfang des 20. Jahrhunderts von der Erzählkunst der Völker so begeistert waren und die Probleme der Verschriftlichung sahen, dass sie mit den damaligen Möglichkeiten möglichst genaue Transkriptionen vornahmen und sie mit Beobachtungen und Kommentare versahen. Zum Beispiel in der schriftlichen Sammlung Der Sängerkrieg, Eskimo-Sagen aus Grönland, da beschreibt Knut Rasmussen seine Vorgehensweise und stellt heraus, dass nachfolgende Erzählungen ausschließlich darauf berechnet sind, erzählt und nicht gelesen zu werden. Dazu kommt, dass der Erzähler die Ereignisse nicht nur durch seine Darstellung lebendig macht, sondern ihnen auch durch die ganze Kraft seiner Persönlichkeit ein Gepräge gibt. Aus all seinen Veröffentlichungen, also von Knut Rasmussen, kann man die Begeisterung und Achtung den Erzählern und Erzählerinnen und den Geschichten gegenüber herauslesen. Für sie sind es Künstler und das Geschehen nennt er 1922 schon Erzählkunst. Rasmussen praktizierte das, was der Ethnologe Bronislaw Malinowski damals forderte, Mythen müssen lebendig untersucht werden. Eine profunde Auseinandersetzung mit ihren Inhalten und ihrer Typologie, aber auch mit den Mythmakers sowie mit den sozialen, religiösen und politischen Kontexten des Mytheninhalts und der Menschen, deren Leben sie mitgestalten, kann nur vor Ort im direkten Kontakt mit den Mythmakers und ihrer Gesellschaft erfolgen. Nicht durch das Studium veröffentlichter Texte, sondern nur durch die Begegnung, die teilnehmende Beobachtung und den Dialog mit den Mythmakers kann man wertvolle Erkenntnisse über die Bedeutung von Mythen im Leben der Menschen erlangen. Er kommt zu dem Schluss, dass die Texte nicht verstanden werden können, wenn man nicht die Kultur der Mythmakers kennt. Häufig wurden die Vorstellungen der europäischen Sammler bedient, uminterpretiert oder neu kreiert. Ist doch das Erzählen immer eine kommunikative, ist immer ein kommunikativer Akt.
In dem Fall mit dem Sammler. Zitat: Die Sprache der Nacherzählung orientiert sich dabei an europäische Erzähltradition. Die Übersetzung und Nachdichtung von Mythen ist demnach ein transkulturelles Unterfangen. Das Produkt ist multikulturell und ist das Ergebnis einer Interaktion zwischen Erzähler, Erzählerin und Ethnologen. In den populären Sammlungen des 20. Jahrhunderts sind die Geschichten häufig folklorisiert. Sie dienen vornehmlich der Unterhaltung und des Zeitvertreibs oder als Erbauungsliteratur. Aber auch zur ideologischen und romantisierenden Manifestation eigener Weltanschauung. In diesem Sinne wurden und werden auch heute noch angeblich tradierte Geschichten weiter oder umgeschrieben, erzählt und als authentisch bezeichnet. Ein moderneres Beispiel ist die Skelettfrau von der Psychoanalytikerin Clarissa Pinkola Estes. Ausgangspunkt, so schreibt sie, war eine kurze, fünfzeilige Inuit-Überlieferung, die er Mary Ukalat erzählte und die zu ihrer Geschichte wurde, zu ihrer eigenen. In der Anmerkung schreibt der Verlag, es sind originale literarische Arbeiten von Dr. Estes. Sie sind durch das Urheberrecht geschützt und nicht allgemein frei verfügbar. Aber die Skelettfrau wird jedoch gerne als authentisches Frauen-Eskimo-Märchen weitererzählt oder gar als heilige Geschichte der Inuit. Ein weiteres Beispiel ist das unter den Erzählern beliebte typisch afrikanische Märchen Der Himmelskorb oder die Sternfrau. Es ist eine Geschichte, die Sir Lawrence Jan van der Post in dem Roman Das Herz des kleinen Jägers zum ersten Mal 1961 veröffentlichte. Ich habe keine weiteren Quellen gefunden und vermute, es ist eine Geschichte, die Lawrence van der Post geschrieben hat. Er beschreibt sehr eindrücklich eine Erzählsituation und eine Begegnung mit einer, Zitat, schwarzen Dienerin aus seiner Sicht als siebenjähriger Junge. In der Erinnerung baut er sein Wissen zum Beispiel über die bedeutungsvolle Farbzusammenstellung schwarz- und weiß gefleckte Kühe als Orakeltiere ein und versieht die Geschichte mit Kommentaren, die sein romantisierendes Bild einer exotischen, unberührten, natürlichen Welt wiedergeben. In den Märchensammlungen wird diese Geschichte aus dem Kontext herausgelöst und die genaue Quellenangabe umgangen. Zum Beispiel wurde mir von einem Missionar erzählt, finden wir in einer Sammlung, die Sigrid früher herausgegeben hat, oder es ist eine alte Geschichte aus Ägypten, die Sternfrau heißt es dort. Sie wird in Bayern erzählt und man hat dort Kühe. Die Handlung bleibt immer die gleiche, das Zubehör änderte sich. Zum Beispiel wird aus dem Seil, aus fein gesponnenen Fäden ein Strickleiter, die es nach meinem Wissen in Subsahara-Afrika nicht gibt. Und weiter eine Himmelsschaukel. Aus dem ersten Mann wurde ein Hirte und ein Bauer, aus Kühen, Kamele, aus den bedeutungsvollen Farbzusammenstellungen schwarz und weiß gefleckte Felle wurden glänzende Felle. Ob es sich bei den Beispielen um Unwissenheit oder umgangenes Urheberrecht handelt, sei dahingestellt. Erzählte Geschichten wandeln sich, müssen sich wandeln, um lebendig zu bleiben. Und eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte und sollte erzählt werden. Aber dann nicht mit dem Anspruch, sie sei authentisch, heilig oder ähnliches. Wenn Sammler und Erzähler und Erzählerinnen Märchen bewusst und unkommentiert ändern und interpretieren, mit der Intention, eigene Weltbilder und Auffassungen zu vermitteln und somit Stereotypen anlegen oder festlegen oder festigen, dann handelt es sich nicht um künstlerische Freiheit, sondern die Geschichten werden Transportmittel für eigene Ideologien. Es ist unumgänglich, dass wir eingebettet in unserem eigenen Kulturkontext denken und handeln. Ingo Schneider, ein Ethnologe und Erzählforscher, zitiert in seinem Vortrag Erzählung als kulturelle Konstruktion. Er zitiert Peter J. Brenner: Jedes Verstehen bleibt immer an die eigene kulturelle Lebenswelt gebunden. Oder anders gesagt, alles Verstehen und alles Handeln ist an die Kohärenz des eigenen Kulturzusammenhanges gebunden.
Das Verstehen anderer fremder Kulturen kann also nur im Rahmen der eigenen kulturellen Lebenswelt erfolgen. Gleiches gilt wohl auch für das Erzählen zwischen den Kulturen, das ebenso nur im Rahmen der jeweiligen eigenkulturellen Lebenswelt geschehen kann. Zitat Ende. Aber wir haben die Möglichkeit der Selbstreflexion und der Horizonterweiterung. Kulturen sind keine starren Gebilde. Sie können sich infolge von Migration und Einwanderung, Kulturkontakte und Transfers verändern. In diesem Sinne können wir Erzähler und Erzählerinnen die Chance zum Brückenbau nutzen und versuchen, den historisch-kulturellen Kontext der Lebenswelten, aus der die Sammlungen und Geschichten stammen, kennen und möglichst berücksichtigen und künstlerisch umsetzen. Ein Teil des Fundamentes der Brücke ist der Kontakt der internationalen Erzähler und Erzählerinnen untereinander und das Erzählen und Austauschen vor Ort. Aber auch Sammlungen indigener Herausgeberinnen, die seit einigen Jahren auf dem deutschsprachigen Markt zu finden sind, sind eine Hilfe zum Brückenbau. Wie es in der Einführung von Bea Lund in der Sammlung Der Regenwurm und sein Onkel, Märchen aus Benin, von dem Germanisten Dr. Mensah Bekenon Tokponto heißt, Zitat, wichtig ist dabei, dass es ein Vertreter der eigenen Ethnie ist, der Narration erhebt, sie erklärt, deutet oder auch weitervermittelt. Und dass es dabei zu einem Prozess des echten Austausches zwischen den Kulturen in beiden Richtungen kommt. Zitat Ende. Der senegalesische Germanist Dr. Louis Ndong untersuchte eine deutschsprachige Märchensammlung, Kalulu und andere afrikanische Märchen von Nasrin Siege. Aus seiner Untersuchung und weiteren Überlegungen stellte ich einige Kriterien für gelungene brückenbauende Sammlungen auf. Verweis auf den afrikanischen Ursprung der überlieferten Geschichte, die Namen der Figuren und Ortschaften sowie die kulturellen Referenzen sollten auf die Ausgangssprache und Kultur hinweisen, zum Beispiel durch sinnadäquate deutsche Übersetzungen, die im Fließtext in Klammern hinzugefügt werden. So können zum Beispiel bestimmte Charakterzüge der Märchenprotagonisten dem deutschsprachigen Publikum nahegebracht werden. Zitat: Die Bedeutung der übertragenen Namen in den afrikanischen Märchen verweist auf deren Identität, Verhalten und Schicksal. Zum Beispiel heißt ein Mann vorwärts immer, zurück nimmer oder ich werde bekommen. Zitat Ende. Durch Nennung geografischen Orte und Schauplätze, die auf den Ursprung der jeweiligen Märchen hindeuten, sowie durch kulturelle, traditionelle und religiöse Inhalte, die dem Leser oder Zuhörer Einblicke in Aspekte fremder Lebenswirklichkeiten ermöglichen. Zitat Ende. Dies sollten auch die Illustrationen in den Sammlungen und in der Umsetzung leisten. Weiterhin sind Informationen über die Erzähler und Übersetzer sehr hilfreich. Wie zum Beispiel in der ethnologischen Sammlung von Antje und Heinz Kelm, Mythen und Erzählungen aus Nordost-Neuguinea oder Marc Münzel Erzählungen der Kamayura. Sie sind von den Herausgebern übersetzt und mit ausführlichen Kommentaren versehen worden. Dr. Yomp Mai stellt in seinem Buch Bazar, Farben aus Kamerun vor jeder Geschichte kurz die Erzählsituation. Zum Beispiel, woher der Erzähler kommt, was für einen Status er hat, ob er ein Dorfchef ist oder ein Sänger, den Ort, den Kontext, ob es eine Palmweinrunde war oder eine Abendgesellschaft oder eine Familienauseinandersetzung oder eine Beerdigung. Datum fügt er dort in der Sammlung an und wie viele Zuhörer dort waren, ob es nur Erwachsene waren, Männer, Frauen oder auch Kinder. Die Wechselgesänge zwischen Zuhörer und Erzähler werden zweisprachig wiedergegeben. Fußnoten geben weitere Erklärungen. Ein weiteres Beispiel einer populärwissenschaftlichen Sammlung ist die Märchensammlung aus Benin, Der Regenwurm und sein Onkel. Märchen aus Benin, Quellen und Kommentare von Dr. Mensah Bekenon Tokponto mit einer Einführung eben von Bea Lund, die ich eben schon mal zitiert habe. In den Einleitungsformeln der Märchen fliegen die Märchen. Zitat, mein Märchen fliegt und fliegt und setzt sich oder sie springen.
Mein Märchen springt hin und her und setzt sich endlich. Ja, sie fliegen und springen, benötigen keine Brücke, jedoch Landeplätze. Zuhörer, ebenso Erzählerinnen und Erzähler, die sensibel und bewusst mit den Kulturgütern fremder Völker umgehen oder idealerweise selbst aus dieser Kultur stammen. So können wir mit Hilfe von Geschichten Brückenbauer werden. Damit diese Brücken standhalten und begehbar bleiben, müssen sie jedoch immer wieder überprüft und gepflegt werden. Märchen und Geschichten können helfen, Brücken zu bauen. Erzählerinnen und Erzähler tun es. Das Bild habe ich in einem Programm gefunden, in einem Programm von der Evangelischen Akademie Bad Boll. Und ich glaube, so müssen wir uns das ein wenig vorstellen. Es muss ständig daran gearbeitet werden. Es geht nicht so einfach, eine Brücke zu bauen. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen ja, Spaß bekommen habt, selber nach Quellen zu schauen, in euren Sammlungen zu schauen. Wer hat es gesammelt? Wer steckt dahinter? Warum hat er gesammelt? In diesem Sinne, ich wünsche euch immer eine gute Geschichte. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.